kommt ja kaum dazu, mal ordentlich Luft zu holen. Was ist es nun? Erz oder Käse? Du hast richtig gelegen, das sind Erzadern. Hier, ein paar Brocken habe ich schon schlagen können. Die sind für dich, weil du uns aus dieser Langeweile geholt hast. Danke, und weitermachen. I won't be treated like that. Wie denkt der Kerl sich das eigentlich? Hey, bleib mal stehen, du musst mir helfen. Snuff, irgendwas mit der Suppe nicht in Ordnung? Damit steht alles zum Besten. Die Gefangenen beschweren sich jedenfalls nicht mehr. Wobei soll ich dir denn dann helfen? Irgendeine dieser nichtsnutzigen Maden hat sich einen ganz miesen Scherz erlaubt und mir meinen Kochlöffel geklaut. Dann nimm doch ein Stück Holz. Wo ist da der Unterschied? Das verstehst du nicht. Das ist nicht irgendein Kochlöffel. Das ist der Kochlöffel. Und er ist schon gar nicht aus Holz, sondern aus Silber. Mein erster Kochlöffel. Du hast ihn doch selbst in Händen gehalten. Den habe ich damals von meinem Meister, dem berühmten Zacher Melz, persönlich bekommen. Für Snaff steht drauf. Verstehst du? Ohne diesen Kochlöffel bin ich kein richtiger Koch mehr. Nur noch so ein Hilfskoch. Na, das ist ja wirklich ein übler Scherz. Wer könnte denn so etwas tun? Ich glaube ja, dass es Sancho war. Der hat sich neulich über mein hervorragendes Lungenhaschee vom Minecrawler mit gedünsteten Dunkelpilz am Reisrand beschwert. Hat gesagt, es wären ihm zu wenig Knorpel und Sehnen zum Zerbeißen gewesen, dieses Tier. Ich werde Sancho mal auf den Zahn fühlen. Mal sehen, ob ich deinen Löffel wieder beschaffen kann. Mann, wenn dir das gelingt, werde ich dir etwas ganz, ganz Besonderes zubereiten. Meine ausgezeichnete flinke Kräuterkrönung. Hey, wie findest du denn das Essen hier? Was soll das werden? Eine Umfrage für den Koriniser Kneipenführer? Hat der dicke Koch dich geschickt? Versucht er herauszufinden, womit er uns diesmal vergiften kann. Snuff spielt sich auf, als wäre er der Küchenmeister Robas persönlich. Wenn ich die Geschichte genau verstanden habe, war der doch nur Putzi in einer Küche. Wahrscheinlich haben die dort zu viel mit Sumpfkraut gewürzt. Das hat ihn irgendwie größenwahnsinnig werden lassen. Ich muss diesen Hokuspokus ja erst seit ein paar Monaten ertragen, aber einige aus der Truppe leiden seit Jahren darunter. Wir wollen nur ein ordentliches Stück Fleisch in der Schüssel, ein paar Kräuter dazu, fertig. Keine Otternasen oder Zaunkönigleber. Und, hast du nun seinen Kochlöffel geklaut? Ob ich was habe? Snuffs Kochlöffel mit für Snuff ist geklaut worden? Welcher Idiot macht denn so etwas? Jetzt kriegen wir zu jeder Mahlzeit noch Snuffs Gejammer als Nachtisch. Tolle Aussichten. Kannst du dir vorstellen, wer euch leiden sehen will? Na, am ehesten würde ich es ja dem Dickens nach selbst zutrauen. Wäre doch möglich. Versteckt seinen Kochlöffel, um Mitleid zu haschen und uns besser mit seinen sogenannten Delikatessen zu vergiften. Von den anderen Jungs neigt Fisk zu mehr oder weniger lustigen Spielchen. Der muss jedenfalls schon jahrelang Snuffs Experimente über sich ergehen lassen.
Hey! Woher hast du überhaupt den ganzen Plunder? Ich meine, ihr seid doch hier abgeschottet, sozusagen eingeschlossen. Einen Teil habe ich noch aus dem Lager mitgebracht. Und das andere... Wir Händler von echten Schrot und Korn kennen eben keine Parteien. Soll das heißen, du stehst hier schon mit einem einheimischen Händler in Kontakt? Ach Mädchen, alles kann ich dir nun auch wieder nicht erzählen. Verkaufst du keine Waffen? Die habe ich auch, aber nicht für dich. Das ist eine Orda Sentenzas und man hält sich besser daran, was er sagt. Ich kann ihn nämlich nicht so leicht aus dem Verkehr ziehen wie neulich Esteban. Snuff vermisst seinen Kochlöffel. Der Wind hat mir zugetragen, dass du etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könntest. Seit wann kümmert sich der Wind um deinen dämlichen Kochlöffel? Überhaupt, Kochlöffel? Sehe ich so aus, als würde ich mich an Kochlöffeln vergreifen? Sprich mich wieder an, wenn du einen Mord planst. Kochlöffel, ich krieg mich ja gar nicht wieder ein. Du hast ihn also nicht entwendet, um dir einen Scherz mit dem Dicken zu machen? Zu Belia damit. Willst du mich zur Weißglut bringen? Was gehen mich irgendwelche schmierigen Kochlöffel an? Ich habe nicht vor, einen Kochlöffelhandel aufzuziehen. Kann ich das eventuell als Nein deuten? Du kannst das deuten, wie du willst. Nur lass mich mit diesem dämlichen Kochlöffelgeschwafel in Ruhe. Was regst du dich eigentlich so auf? Ein einfaches Nein hätte doch gereicht. Ach, hau ab! Seitdem ich mal eine Auseinandersetzung mit einem echten Arschloch auf intrigante Art und Weise zu meinen Gunsten entschieden habe, werde ich mit jedem Gerücht in Zusammenhang gebracht. Der hat mich schief angeguckt, ist der von Fist geschickt. Meine Geldkatze enthält heute weniger Münzen als gestern. Da weiß bestimmt Fist was drüber. Mein Kochlöffel ist verschwunden. Vielleicht weiß Fist. Verstehst du? Das geht mir auf die Nüsse. Du warst es also nicht. Da werde ich wohl weiter dem Wind hinterherlauschen müssen. Na, nur so viel. Das Spiel des Windes verleiht dem Himmel eine karmesinrote Farbe. Bist du jetzt unter die Poeten gegangen? Das war nur ein kleiner Hinweis. Der geht aufs Haus. Ich verstehe. Danke. Such dir... Hallo, Schmied. Hey, ich bin Velaya. Ich bin sozusagen neu hier. Und wer bist du? Mein Name ist Crimson. Ich bin tatsächlich Schmied, habe mich allerdings auf die Goldschmiedekunst verlegt. Wenn das Schmiedefeuer dein Gesicht beleuchtet, sieht deine Haut richtig rot aus. Daher habe ich auch meinen Namen. Schaust du... Was weißt du über einen verschwundenen Kochlöffel? Wenn du Snuffs Kochlöffel meinst, dann weiß ich alles darüber. Er wird ja nicht müde, sich und den Löffel jeden Tag in den Himmel zu heben. Das nervt. Aber solange er der Einzige ist, der halbwegs vernünftig kochen kann, müssen wir es ertragen. Du... Kannst dich zufällig eine ordentliche Mahlzeit zubereiten? Nein, kann ich nicht. Und ich hätte auch gerne etwas über das Verschwinden des Löffels gewusst. Naja, das mit dem Löffel. Also, ich hatte da so eine, wie ich finde, witzige und lehrreiche Idee. Schau es dir am besten selbst an. Das ist ein silberner Scavenger-Braten am Spieß. Eine schöne Schmiedearbeit. Ist es das, was ich denke, was es einmal war? Der scheiß Löffel, ja. Der Braten soll Snuff daran erinnern, was wir in den Schüsseln haben wollen. Dass das Leben nicht Pfeilwurz, sondern Feldrübe ist. Er macht aus uns keine Feinschmecker mehr. Abgesehen davon, dass es nicht die feine myrtanische Art ist, so mit anderen Leute Erinnerungsstücke umzugehen, wolltest du ihm die frohe Botschaft überbringen? Also, eigentlich hatte ich geplant, das Stück in seine Kiste zu schmuggeln. Und Snuff in Ruhe beim Platzen zuzuschauen, wenn er es findet. Dumm nur, dass du der Einzige bist, der so eine Schmiedearbeit herstellen kann. Snuff wird also wissen, wer ihm den Löffel verbogen hat. Scheiße. Du hast recht. Daran habe ich nicht gedacht. Ich bin so ein Blödmann.
Oh, da kann ich den Mist ja gleich wieder einschmelzen. Was mache ich denn jetzt? Soll ich mir was für dich einfallen lassen? Ich bin gut darin, mir was einfallen zu lassen. Und Snuff vertraut mir. Du meinst, du bereinigst die Sache und lässt mich dabei draußen? Dieser Snuff ist ein Irrer. Der damals im alten Lager in dem Matt gewohnt. Das kann nur abfärben. Garantieren kann ich für nichts. Wir werden sehen. Den Silber-Scavenger nehme ich mal mit. Deinem Kochlöffel geht's, da wo er jetzt ist, gut. Was soll das heißen? Hast du ihn nun oder was? Hör zu, raste nicht gleich aus bei dem, was ich dir erzähle, einverstanden? Dein Arbeitsgerät ist jetzt im Kochlöffelhimmel. Was? Das darf nicht wahr sein. Erzähl schon, welches Schwein ist dafür verantwortlich? Sancho? Hab ich's doch gewusst. Den mache ich alle. Langsam. Es war nicht Sancho. Jemand hat sich deinen Kochlöffel ausgeborgt, um sich ein Süppchen zu rühren. Dazu wollte er nicht irgendeinen Löffel. Nein, es musste schon ein besonderer Kochlöffel sein. Zachamelsilberner Kochlöffel. Richtig. Nun, dabei ist ihm unglücklicherweise der Löffel ins Feuer gefallen und geschmolzen. Das Einzige, was ich noch für dich tun konnte, war, Crimson zu bitten, etwas aus dem Silberklumpen herzustellen. Er hat es sogar ganz umsonst getan. Sag mir den Namen des Diebes. Tut mir leid, Snuff. Ich habe versprochen, den Typen nicht zu verraten. Er ist so schon ziemlich zerknirscht deswegen und hat Angst, von deinem hervorragenden Essen nichts mehr abzubekommen. Sieh es mal so. Dein Löffel ist für einen guten Zweck gestorben. Und dann hast du ja noch diese gut geschmiedete Erinnerung an ihn. Na, ein bisschen habe ich mich ja auch schon wieder beruhigt. Du sollst trotzdem eine flinke Kräuterkrone bekommen. Hast sie dir verdient. Hallo, die Sache habe ich für dich geregelt. Da bin ich aber froh. Snuff hätte mich bestimmt als Hauptgang serviert. Und die Leute hätten sich wahrscheinlich über den saftigen Braten noch gefreut. Bäh! Ja, und ich habe die Sache für dich geregelt. Möglicherweise hätte er mir auch das Essen vergiftet. Und ich wäre jämmerlich verreckt. Das wird nicht passieren, weil ich die Sache geregelt habe. Ich hab's doch schon verstanden. Hier, such dir deine Belohnung selbst raus. Ich vertraue auf deine weitere Verschwiegenheit. Hallo, Errol. Ich trau meinen Augen nicht. Was machst du denn hier? Sag nicht, dass du der Händler aus der Stadt bist, der mit den Banditen kungelt. Und ich habe dich bezahlt. Adanos sei Dank, du lebst. Und das ist nicht so, wie es aussieht. Das ist es doch nie, oder? Auf deine Erklärung bin ich jetzt aber gespannt. Ja, also, als du nicht wieder aufgetaucht bist und auch keiner sagen konnte, wo du abgeblieben bist, sind die Buddlerjungs und ich ausgeschwärmt, um dich zu suchen. In der Stadt warst du auch nicht. Aber da gab's ein Gerücht, dass irgendwelche Typen weit im Osten ein Tal besetzt halten. Ich dachte mir sofort, dass du doch da irgendwie deine Finger im Spiel hast. Na, und da hab ich meinen Karren geschnappt und hier bin ich. Aber wie kommst du hierher? Wo sind deine Sachen? Und vor allem, was geht hier eigentlich vor? Als erstes, danke, dass ihr mich nicht im Stich gelassen habt. Was hier vorgeht? Tja, diese Irregeleiteten wollen nichts Geringeres als die Insel beherrschen. Zugegeben, es ist nicht die Weltherrschaft, aber schon das kann man nicht dulden. Ich gewinne nicht ein Stück Land, um es dann an diesen Abschaum wieder zu verlieren. Leider habe ich mich überrumpeln lassen. Nur weil ich damals auch in der Barriere war, lebe ich überhaupt noch. Ich bin sozusagen
Wenn die Typen rauskriegen, dass ich eigentlich auf der anderen Seite stehe, bringen sie mich im freundlichsten Fall nur um. Ich brauche eine Waffe. Die Jungs haben meinen Kram irgendwo versteckt. Wo, weiß ich noch nicht. Dietriche wären da auch von Vorteil. Hast du nicht was im Angebot? Waffen darf ich hier im Lager nicht führen. Dietriche habe ich dabei. Ich versuche das nächste Mal, eine Klinge mit reinzuschmuggeln. Zum Schein müssen wir aber handeln. Und wenn ich dir etwas schenke, schöpft vielleicht irgendwer Verdacht. Berichte Lord André von dieser Bedrohung hier und er soll sie ernst nehmen. Die Typen haben die Stadt ausgekundschaftet. Sie wollen von zwei Seiten angreifen und gleichzeitig durch die Kanalisation in die Stadt gelangen. Das würde eng werden für die Stadt. Vertrau mir. Ich werde deiner Warnung den nötigen Nachdruck verleihen. Gib Acht, was dein alter Spezi Larius macht. Der ist nämlich der Kopf hinter diesen Schwertern. Er ist ein Anhänger Belias. Und diese Trottel hier ahnen nicht einmal, für wen sie in Wirklichkeit kämpfen sollen. So, so. Larius. Der saubere Herr Larius. Ist bestimmt eine spannende Geschichte, wie du das wieder herausgefunden hast. Ich werde ein Auge auf Larius werfen und ab sofort jeden seiner Schritte beobachten lassen. Keine Sorge, ich werde nur professionelle Augen einsetzen. Als Stadtschreiber hatte ich schließlich auch meine Quellen. Ach ja, mach einen Umweg über Onas Hof und berichte Torloff und Khaled, was hier abgeht. Die sollen auch einige Vorbereitungen treffen. Sentenza plant womöglich einen kleinen Rachefeldzug. Und wenn du das alles getan hast, komm wieder hierher zurück. Ich weiß nicht, wie lange die Banditen mich noch leben lassen. Ich werde tun, was ich kann. Triff mich dann wieder hier. Hallo, Errol. Wieder da? Hast du alles ausrichten können? Ich hab mich tierisch beeilt. Ich bin gerannt wie ein Scavenger auf Dunkelpilzbier. Die Söldner wissen Bescheid. Lord André weiß Bescheid. Unser Lord Protector meint allerdings, dass er dir nicht helfen könne. Außer, indem er für dich betet. Ich hatte nichts anderes erwartet. Er wird die Ritter und die Milizen auf einen Kampf vorbereiten und die Kanalisation unter Beobachtung stellen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass er nicht daran glaubt, dass die Banditen bis zur Stadt kommen, weil er darauf vertraut, dass du dich der Sache annimmst. Larius kann nicht mal mehr auf den Nachttopf, ohne dass meine Leute davon Wind bekommen. Hast du eine Waffe für mich organisieren können? Wenn du dich in der Nacht hierher zum Karren schleichst, wirst du deine Waffe finden. Gute Arbeit, Errol. Jetzt brauche ich nur noch einen Plan, wie ich die Gefangenen befreien und diesem Spuk hier ein Ende setzen kann. Ich werde die nächsten Tage regelmäßig vorbeischauen und in jedem Fall meine Augen und Ohren aufsperren. Schlussendlich habe ich doch noch die gerechte Strafe erhalten. Wieso? Hat Snuff was rausbekommen? Nein, aber er ist mir dankbar, dass ich das Schwein geschmiedet habe. Seitdem stafft er mich mit seinen absonderlichen Kreationen voll. Ich habe schon dreimal gekotzt. Das halte ich nicht mehr lange aus. Also, gegen Dankbarkeit kann ich nichts tun. Hey, Tisch. Bleib.
Everybody knew that all along. It can't go on like this forever. But... Get out of my bed! Ich habe sie gesehen. Der ganze Tross ist an mir vorbeigezogen. Ich habe mich vorsichtshalber in die Büsche geschlagen, als sie vorbeikamen. Hast du gesehen, wohin sie sich gewandt haben? Ich konnte beobachten, dass sie zwar Richtung Ona abgebogen sind, aber sie haben sich dann genau südlich gehalten, an Sekops Hof vorbei. Es schien so, als wollten sie nicht sofort und nicht direkt angreifen. Wir sollten die Gunst der Stunde nutzen. Ich muss mir das alles nochmal überlegen. Ich meine, wenn ich sie jetzt töte, kann auch... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das sind Mörder und Totschläger. Vielleicht sterben gerade im Augenblick Leute, die du kennst. Und die, die hier geblieben sind, sind im Grunde nicht besser. Sonst wären sie nicht hier. Du hast recht. Ich hole mir mein Zeug und dann werde ich in Innos Namen Gerechtigkeit verbreiten. Du siehst zu, dass du in einem Stück nach Hause kommst. Du hast genug getan. Wenn wir uns wiedersehen, bedeutet das, dass ich die Banditen besiegt und die Wassermagier befreit habe. Pass. Hallo, Fester. Wohin sind die Männer denn abgerückt? Geht der Krieg gegen die Stadt schon los? Keineswegs. Wir wollen erstmal Torlof und Khaled kräftig in den Arsch treten. Dann werden wir den Hof kahl fressen. Ich sehe den fetten Ona schon vor Wut platzen. Aber das ist nur der Auftakt. Dann geht's gegen die Stadt selbst. Und warum bist du hier geblieben? Da kannst du dir ja deinen Anteil vom Kuchen gar nicht sichern. Ja, weißt du... Ich hab's doch so im Kreuz in letzter Zeit und da hat sein Tänzer mich während der Zeit, in der er nicht da ist, zu seinem Stellvertreter bestimmt. Und ich werde alle seine Befehle auch genauestens ausführen. Na dann, viel Spaß dabei. Halt, halt! Wohin so eilig? Ich sehe gar keine Fressnäpfe für die Gefangenen. Dafür sehe ich eine Waffe in deiner Hand. Sie hat eine Waffe! Alarm! Alarm! Grüß dich, Danke, dass du uns aus dieser ermisslichen Lage befreit hast.
Wir würden dir gern zur Seite stehen und mit diesen Mieslingen abrechnen. Doch fehlen uns unsere Runen und dem Söldner hier dessen Ausrüstung. Besorge uns doch bitte unser Eigentum zurück, welches bestimmt hier irgendwo im Lager in einer Kiste. Verräterin, ich hab's doch gleich gewusst. Du bist eine Spionin der Paladine. Ein Weib, das Hosen anzieht, kann nur eine dämonische Hexe sein. Fester, fester, du und deine rückständigen Ansichten. Dabei hast du eines vergessen. Ein Weib, das Hosen anhat, hat auch oft einen Degen, den sie einzusetzen weiß. Mit Vorliebe gegen solche Schleimscheißer wie dich. Versuch's doch, Hexe! Was? Na, es geht los! Die Warterei hat endlich ein Ende! Warum bist du nicht? Das habe ich mich auch schon gefragt. Mach's! Hallo. Wie du siehst. Spinnst du? Eine einzelne Frau gegen alle? Habe ich dir aus Versehen irgendwelches Drüsensekret? Nichts von alledem. Bist du für oder gegen mich? Leben oder Tod? Das gibt's doch nicht. Du meinst das ernst, oder? Puh, na dann komm her! Hey, du! Bist du bereit zu bereuen und dich der Gerichtsbarkeit der Krone zu stellen? Wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Was soll die alberne Frage? Ich handle im Auftrag des Lord Protektors von Korinis. Ergibst du dich der Krone oder willst du Widerstand leisten? So kann man sich täuschen. Eben noch eine brave Räuberbraut, plötzlich eine Agentin der verdammten Paladine. Mädchen, wenn ich mich der Krone stellen würde, werde ich gehängt? Da lasse ich's doch lieber auf den Versuch ankommen und leiste Widerstand. Komm her mit deinem Zahnstocher! Heda, Mann! Was soll das werden? Willst du dich mit mir anlegen? Kannst du gerne haben. Halt! Was ganz genau, dass du hier nicht vorbei... Moment mal! Glaub mir, ich werde mir einen Weg bahnen, ob du willst oder nicht. Na dann komm mal her!
Hier habt ihr euren Krempel. Ich hoffe, das war alles. Krempel? Wie kannst du nur so respektlos von unseren wichtigen magischen Utensilien sprechen? Magisch oder nicht, schwer ist eure Sammlung auf jeden Fall. Genug davon. Jetzt, wo wir unsere Ausrüstung zurückhaben, können wir dich unterstützen. Wie wird eure Unterstützung aussehen? Wir werden dieses Lager bewachen und gegen eventuelle... Außerdem werden wir, und dies ist noch viel wichtiger, diesen Ort von seinen bösen Einflüssen reinigen. Hört sich an, als würde der weltliche Teil wieder an mir hängen bleiben. Na dann viel Erfolg bei der Tempelwäsche. Hallo. Ah. Ja, wenn ich diese bescheidene Bitte äußern... Ah, leider. Das würde unsere momentane... Ich werde deinen Mana-Kanal weit... Seid bedankt für die... Nein. Was gibt es, meine Tochter? Was passiert hier? Was jetzt passieren soll? Na, du erfüllst weiter deine Bestimmung. Und wir werden... Wir haben nicht die Zeit zu schwatzen, Tochter. Wenn ich nicht irre, dann erwarte... Adanos, wach über dein... Was habt ihr jetzt vor? Nachdem wir wieder zu Kräften gekommen sind, werden wir die nächste Zeit sicher damit verbringen, zu meditieren und Adanos Wille zu erkunden. Könnt ihr mich nicht... Wir sind alle noch zu geschwächt, um es mit den Banditen aufnehmen zu können. Tut mir leid, Mädel. Ich würde dich gern begleiten, auf dass wir diesen Ärschen zusammen in selbigen treten könnten. Doch diese Haft und dieser unsägliche Fraß haben mich mehr geschwächt, als ich zugeben kann. Der Koch ist tot. Da hatte der hungrigen Menschheit einen Dienst erwiesen. Meine Tochter! Habe nochmals Dank für deine gute Tat. Doch nun spute dich. Dieser Abschaum hat ganz sicher Übles im Sinn. Wir werden für dich beten. Doch nun geh und erfülle deine Bestimmung. Zerschmettere das Böse. Möge Adern... You're in for it now.